Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Feingeister. Ich begrüße euch heute mal wieder aus unserer wunderschönen Tasting Lounge hier mitten in Mömpris. Was heißt mitten in Mömpris? In Mömpris im Feingeist. Und ich komme heute wieder zu euch mit einer Spirituose der Woche. Genau, es ist nämlich heute kein Whisky der Woche. Nein, mir ist vor geraumer Zeit was in die Finger gefallen aus der Kategorie Rum. Und er hat mich einfach unfassbar begeistert. Vom ersten Moment an, wie wir den vorgestellt bekommen haben. Wir haben uns dann natürlich auch dafür eingesetzt, dass wir den im Laden bekommen. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben noch 6 Fläschchen davon ergattern können. Es handelt sich hier um eine Sonderabfüllung der Four Square Distillery. Wird vertrieben bei uns von der Marussia Beverages als Importeur. Und da gibt es eben jedes Jahr also es gibt diese Vintage-Serie, daraus stammt der auch. Dieser hier ist jetzt der Four Square 2010. Es handelt sich um einen Barbados-Rum. Also hier haben wir jetzt keinen Rum Agricole, also nichts aus dem Saft, sondern tatsächlich aus der Melasse. Aber nichtsdestotrotz unfassbar voller Rum, so wie ich in Erinnerung habe zumindest. Er ist fassstark. Natürliche Fassstärke möchte ich bezweifeln, denn wir haben hier 60 Volumenprozent auf den Punkt. Das klingt für mich nicht ganz wie Fassstärke, aber nichtsdestotrotz sehr kräftig, sehr hochprozentig. Es handelt sich hier auch um einen Blend, jetzt nicht um einen Blend aus verschiedenen Destillerien, sondern das stammt alles aus der Four Square Distillery in Barbados. Aber wir haben hier eine Mischung von Pot Still und Column Still Rums, die dort gebrannt worden sind. Und der Name der Flasche lässt schon vermuten, der ist 2010 gebrannt worden und Mitte Ende 22 abgefüllt worden, was ihn tatsächlich 12 Jahre alt macht und vor allen Dingen 12 Jahre tropisch gereift macht. Wer da ein bisschen sich schon damit auskennt, oder schon mal was davon gehört hat, von Fassreifung in tropischen Regionen, wo es sehr warm und sehr feucht ist, reifen Destillate in Fässern ja deutlich schneller. Man sieht es ja auch bei Whisky zum Beispiel. Ja, also ein Whisky in Schottland braucht deutlich länger im Fass als zum Beispiel hier ein Starwort in Australien. Nicht bis er gut ist, sondern bis er entsprechend viel Holz oder Charakteristik vom Fass aufgenommen hat. Gleiches Spiel auch beim Rum. Hier war ein absolutes Standardfass, ist jedem ein Wort, Ex-Bourbon verwendet worden für die 12 Jahre. Und wie gesagt, fassstark finde ich immer gut. Ist natürlich dann auch anzumerken, es ist absolut kein Einsteigerrum, zumindest so wie ich in Erinnerung habe vom damaligen Probieren, wie wir ihn vorgestellt bekommen haben. Aber das will ich jetzt mal etwas genauer untersuchen, weil ich hatte da nur sehr kurz Zeit, mir mal Nase und einen kleinen Schluck zu gönnen. Deswegen hole ich das jetzt hier nach. Ja, wir fangen mal an mit der Farbe. Der ist laut Herstellerangaben nicht gefärbt. Hat ein unfassbar schönes, leuchtendes Bernstein mit so einem Hauch Rotstich. Aber ganz, ganz minimal eine sehr, sehr schöne Farbe. Sieht unfassbare Schlieren im Glas. Und hier auch wieder der Hinweis, Achtung, viel Alkohol. Der Rand oben wirft so kleine Bläschen. Wenn man das sieht im Glas, heißt es immer, Achtung, hoher Alkoholgehalt. Und das trifft natürlich hier absolut zu. Ich widme mich jetzt dann doch mal nach vielem Blabla, dem Whisky sage ich schon, dem Rum. Hier sticht zuallererst mal eine unfassbare Menge Eichenwürze raus. Irgendwas zwischen Nelke und Pfeffer, wunderschön. Und das Ganze eingebettet in urtypischem vanillig-karamelligem Ex-Bourbon-Fass-Feeling. Dazu natürlich noch die natürliche Süße. Also auch hier haben wir einen Rum, der ist nicht nachgesüßt. Natürlich immer alles laut Herstellerangaben. Ja, und jetzt mit ein bisschen Luft kommt dann nach und nach eine leichte Frucht raus. Also es ist sehr tropisch, sehr hellfruchtig. Ich würde jetzt sagen, irgendwie so ein bisschen Papaya. Und ganz im Hintergrund steckt so ein Touch Kokos. Also sehr, sehr schön. Ich würde euch jetzt einmal zum Wohl wünschen und das Ding auch mal probieren.
Wein brauche ich fast nicht sagen, durch die 60 Volumenprozent. Der andere ist natürlich unfassbar voll, unfassbar satt. Aber jetzt kommt der Clou dabei. Wir haben ganz am Anfang einen kurzen Moment Alkoholschärfe, die ich auch noch sagen würde, passt zu 60 Volumenprozent absolut. Aber nach nur ganz, ganz wenig Sekunden fällt diese Alkoholschärfe weg. Der Speichelfluss kommt natürlich auch ein bisschen dazu. Und ich habe eine volle Ladung Rum im Mund, die unfassbar weich ist. Der hat auch eine cremige Textur. Super selten gehabt. Auch bei Rum tatsächlich super, super selten gehabt. Richtig ölig, cremig, fast wie so, ich sag mal, fast was Sahniges. Läuft über die Zunge und verteilt dabei einmal natürlich Bitterstoffe Tannine, 12 Jahre tropisch im Fass gelegen. Die hat er abbekommen, ist ganz klar. Aber es ist keine extreme Bitternote. Demgegenüber steht so ein bisschen die sehr angenehme, aber nicht, also eine präsente, aber nicht dominante Süße, die so ein bisschen in das klassische Vanille-Karamell, wie auch in der Nase schon fällt. Hier im Geschmack jetzt für mich der Karamell deutlich überwiegend, leichte Röstaromen, Richtung Abgang ein kleiner Hauch dunkle Schokolade. Und die Würze jetzt hier im Geschmack würde ich eher so ein bisschen Richtung Zimt einordnen. Und Richtung Abgang kommt so eine frische Note, die so ein bisschen was von Anis hat. Wunderschön, unfassbar rund, unfassbar voll. Und vor allen Dingen, das ist das, was mich so überrascht hat an diesem Rum, wie ich ihn das erste Mal probiert habe. Wenn man diesen ersten Moment Alkoholschärfe übersteht, hat man einen Rum, der so dick, so satt ist und so unvergleichlich weich, habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie wirklich so in diesem Ausmaß im Glas gehabt. Und jetzt im Abgang erhält unfassbar lange. Und jetzt merke ich gerade, wie in der Nase, hatte ich es schon angesprochen, so ein bisschen tropische Frucht. Die kommt jetzt auch wieder. Ich habe hier auch wieder irgendwie Mango. Aber jetzt hier die Kokos ist weg. Eher noch vielleicht ein bisschen was Bananiges. Es ist ein Knaller. Und auch hier muss ich wieder sagen, er hat sehr viel Würze, er hat die Tannine, er hat Holz. Ich meine jetzt auch im Abgang sogar so ein bisschen sowas Röstaromen, Holzrauchiges noch mit reinzukriegen. Er ist sehr voll, er ist sehr dicht vom Geschmacksprofil her und er hat eine gewisse Komplexität. Das ist auch der Grund, warum ich eingangs gesagt habe, wenn mich meine Erinnerung nicht trübt. Es ist kein Rum für jemanden, der jetzt anfängt oder mal gelegentlich einen Rum oder Hochprozentiges trinkt, erfordert sehr, sehr stark. Und ich bin mir auch sicher, wenn ich dem jetzt noch 20 Minuten, eine halbe Stunde bei mir im Glas gebe, immer wieder mal riech, probiere, kommen da mit Sicherheit auch noch deutlich mehr, deutlich andere Geschmäcker raus, weil er wirklich einfach unfassbar viel bietet. Es ist ein geiler Rum für alle, die Rumliebhaber sind. Und vor allem, das ist auch für mich einer, der auch für Whisky-Trinker, glaube ich, sehr interessant ist durch diese doch deutliche Eichennoten, die Würze, die nicht zu penetrante Süße, die Frucht. Wenn ihr da ein bisschen tiefer drin seid und auch echt keine Probleme mit Fassstärken und vor allem mit hohen Fassstärken habt, würde ich fast behaupten, gibt es sehr wenig, was da ähnlich interessant ist. Und vor allen Dingen, und jetzt kommen wir zu so einem etwas traurigen Punkt, was heißt traurigen Punkt, immer schwierigen Punkt. Er ist nicht billig. Wir haben hier, ich glaube, 150 € kostet die Flasche. Aber, und das kommt nochmal dazu, ich habe tatsächlich, belehrt mich gerne eines Besseren, es gibt ja mit Sicherheit noch keinen Rum im Glas gehabt, der so unfassbar voll, rund, weich, cremig, komplex war. Unabhängig der Preisklasse auch. Deswegen verzeihe ich dem das auch irgendwo, dass er so weit oben liegt. Das ist auf jeden Fall ein immens guter Rum. Also ich bin jetzt nicht der, der ständig rumtrinkt. Ich trinke ihn mal zwischendurch gern, aber das ist einer, der lockt mich doch immer, immer wieder. Er macht Spaß. Das ist ein geiles Ding. Für alle, die ein bisschen tiefer in der Materie sind, probiert den auf jeden Fall. Zum Beispiel hier bei uns vor Ort an der Bar. Ihr seht, wir haben eine offene Flasche davon.
Ihr kriegt natürlich auch den Link. Wir haben natürlich noch eine Flaschen davon. Es wird davon auch wieder Samples geben. Auch da könnt ihr mal für etwas weniger Geld das Ganze probieren. Oder natürlich, ihr kommt zu unserer Hausmesse am 1.10. und lasst euch davon mal ein Gläschen an unserer Bar einschenken oder je nachdem, wo gerade rum unterwegs ist. Auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, sowas mal zu probieren, weil jeder, der Bock auf Rum hat und ich sag mal einen sehr naturnahen Produkt oder einen sehr naturnahen Rum sucht, findet hier genau das, was er sucht. Der macht Spaß. Ich bin überzeugt, wenn ihr den schon kennt oder andere Foursquare-Geschichten kennt, lasst mich das gerne wissen. Daumen hoch, Daumen runter, je nachdem. Wenn ihr sagt, nee, gar nicht meins, auch okay. Hey, Geschmäcker sind unterschiedlich. Lasst mich das wissen, weil ich war wirklich, oder ihr merkt es vielleicht auch, ich bin wirklich geflasht von dem Ding. Der macht Spaß. Das war es auch schon wieder von mir. Ihr kriegt wie immer alle Links, Hausmesse und, Flasche, Samples und Co. Alles, was man irgendwie brauchen kann. Und das Video. Kleinen Hinweis habe ich noch. Diese Woche Samstag, wer Bock hat, wir haben wieder ein Blind Tasting, auch hier auf YouTube online. Noch haben wir ein paar wenige Sets übrig fürs Blind Tasting. Könnt ihr hier vor Ort abholen oder auch bis, ich sag mal, Dienstagabend, Mittwoch früh noch bestellen. Danach werden wir sie rausnehmen, weil wir nicht mehr garantieren können, dass die Sets noch bei euch ankommen. Aber wie gesagt, auch die, die keine Sets bekommen haben, natürlich immer gern eingeladen, mitzudiskutieren, dabei zu sein. Live auf YouTube, Samstagabend, 19.30 Uhr, macht der Dirk Kania, mein Kollege und ich zusammen wieder. Und wir werden uns da wieder ein bisschen quer durch die Whisky-Welt raten, was wir da im Glas haben. Das war's auch schon von mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Euer Daniel.